herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute wieder die Wegberg 8 Modifikation für Emergency 4. Alle Infos dazu wie immer in meiner Infobox. Und falls ihr euch wundert, warum ich heute so ein bisschen nasal unterwegs bin, ich habe mir so eine richtig schöne Sommergrippe eingefangen. Und ja, müssen wir das Beste draus machen. Deswegen habe ich aber heute auch mal wieder Zeit, ein kleines Video aufzunehmen. Denn warum kommt momentan so wenig Content von mir? Das Wetter ist schön, Leute. Ich bin viel draußen unterwegs, genieße das schöne Wetter, sitze viel in der Sonne und ja, da hat man halt einfach nicht so Bock drin rumzudümpeln. Kurz mal gucken, was haben wir denn jetzt hier drauf? Es geht nach Rickelrad, Dahlener Straße zur Spedition B&S. Feuermeldung, Lagerhalle, Moin Meister, geil, das nehmen wir mit. Feuermeldung, Lagerhalle. Klingt erstmal nach was Größerem. Wir haben zwei hauptamtliche Willis hier heute am Start. Die können wir jetzt erstmal umziehen lassen. Nice! Da habe ich Bock drauf, mal was Größeres. Schöne Sache. Ja, genau. Falls ihr euch wundert, warum die Raumakustik von meiner Sprachaufnahme hier noch beschissener ist als sonst, es liegt daran, dass mein Gaming-Zimmer/Gästezimmer gerade komplett renoviert wird. Das heißt, hier steht kein Möbelstück mehr drin. Hier ist alles raus, außer mein Schreibtisch steht hier wie der letzte Mohikaner. Und es wird komplett neu gestrichen, es gibt eine neue Beleuchtung, es gibt neue Möbel. Und ja, deswegen ist der Raumklang hier halt momentan wie in so einer Kirche. Ha! Hallo! Wie in so einer, ja, doch Kirche mit so einem extremen Hall. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht, wie sich das hier auch auf die Aufnahme auswirkt. Ja, nichtsdestotrotz, wir müssen das Beste draus machen. Und ja. Der Sound sollte aber hoffentlich demnächst besser werden. Ich schaue momentan nach einem neuen Mikrofon und will dann, wenn alles fertig ist, auch so ein bisschen mit Akustik-Schaumstoffplatten hier arbeiten. Mal gucken, was da noch so geht. Es geht nach Rickelrad, das heißt, es geht nach außerhalb und das bedeutet im Umkehrschluss für den Drehleiter. Das finde ich in Ordnung. So, wir haben den Zugführer, wir haben PA-Träger, Drehleiter. Drehleiter, ja? Kannst du auch Drehleiter? Nein, du kannst nichts. Bin unterwegs. So. Was gibt's? Dann Maschinist. Mannschaft. Auf dem Weg. Ja? Fahrzeug 26 hört. Fahrzeug 26 hört. Was gibt's? Naja, habe ich jetzt unseren Hauptamtlichen hier einsteigen lassen? Der Zugführer ist, oder was? Was gibt's? Hä? Ich hatte doch gerade noch einen Zugführer, oder bin ich blöd? Auf dem Weg. Fahrzeug 26 hört. Ja, komm. Also du gehst mit auf den Drehleiter noch als PA-Träger, ist mir egal. Ja. Florian Wassenberg, FDLK 23.1. Fahrzeug 26 hört. Auch hier steht er. 1-0-1. So, Drehleiter fährt einen guten Führer raus. Hören. Drehleiter fährt nicht ohne guten Führer raus. Drehleiter fährt mit Zugführer raus. Auf dem Weg. Höre. Wird umgehend Fahrzeug 26 hört. Ja? Auf dem Weg, ja? Auf dem Weg. Fahrzeug 26 hört. So, Abfahrt, Stärke 1, 2. Oh, und schon schön, dass wir in der Halle ziehen. Geil. Ja, einfach für euch. Wir haben jetzt die Frage hoch und bin unterwegs. Was gibt's? Ja. Auch verstanden. Höre. So, PA-Träger. Maschinist. Ja? Gruppenführer. Bin unterwegs. Jawohl. Machen wir die Laube mal voll hier. So, PA-Träger. PA-Träger. Vier davon. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 15 hört. Ja? Gruppenführer. Ja, verstanden. Ja? PA-Träger. Fahrzeug 15 hört. Hier ist die Wegberg 11, DLK 23, 1023 AGT. Was gibt's? Gruppenführer schon mal hier aufs Auto. Das LF werden wir nämlich, wenn es geht, auch noch mitnehmen und besetzen. Ja, auch das ist verstanden. Höre. Ja?
Ah, Mensch, kommen heute viele PA-Träger. Das ist schon mal schön. Fahrzeug 15 hört. Ja? So, komm, einer auf geht hier noch und dann fahren wir raus. Fahrzeug 15 hört. Abfahrt. Ja? Bin unterwegs. Fahrzeug 17, ja, hört. So, Maschinist ist an Bord, Gruppenführer ist an Bord, PA-Träger. Höre. Bin unterwegs. Fahrzeug 16 hört. Ja, scheiß auf die ELW jetzt erstmal. Erstmal hier die Lauben voll machen. Fahrzeug 16 dann schon mal hört. Vorfahren. Und hoffen mal, dass noch ein paar Leute kommen. Gerne noch so zwei, drei Leute. Dass wir das 11 eventuell noch voll machen können. Zwei kommen auf jeden Fall schon. Ja, wir sind aus 0165 Geräteträger. Leitstelle Kasse 1 weg, verstanden. So. HLF 20. Wir sind aus 104 mit 4 AGT. Was gibt's? Ja, Legend 1 weg. Verstanden. Fahrzeug 16 hört. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Zwei Leute ist auch okay. Die lassen wir jetzt noch aufsitzen und dann fahren wir los hier in der wilde Ritt. Ja, auch das ist verstanden. Fahrzeug 16 hört. So, und Abfahrt. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet vor Ort. Ich habe große Erwartungen an den schönen Lagerhallenbrand. Schauen wir mal. So, wie immer einmal die Übersicht. Es wird die Karte Rickelrad geladen. Es geht zum Feuer 3. Drehleiter HLF 20 und LF 10 sind ausgerückt mit den entsprechenden Zeiten und Stärkemeldungen. Ja. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Gespannt wie ein Bettlaken. Was wir hier haben. Okay. Ah, moin. Das. Jawohl, okay. Fahren wir auf dem Hof, fahren wir nicht auf dem Hof? Ja, Stärke 0176 AGT. Mit einem Auto fahren wir auf dem Hof. Leitstelle 1 weg, verstanden. Okay. So, RTW erstmal Bereitstellungsraum. Okay. Okay. Polizei kann auch erstmal hier irgendwo am. Leitstelle jetzt hat auch die Brandmeldeanlage ausgelöst. Leitstelle Kasse 1 bekommen. HLF 10 fährt erstmal auch kurz hier rein. Okay. Wegberg 1 so. HLF 10 Ausfahrtstärke. Drehleiter einmal hier hin. Noch ein RTW. Okay. Okay. Dahin, was haben wir? TLF. Was ist das? 4000. Leitstelle Kasse 1 weg, verstanden. Okay. Wegberg 11, LF 10. Okay. Hier 11, LF 10. Ja, für Sie zur Information. Okay. Die Brandmeldeanlage vom Objekt ist jetzt hier auch eingelaufen und jo, hat ausgelöst. Das könnte man so okay. sagen, Freunde. Okay. Oh, alles andere jetzt erstmal hier hin. So, und jetzt müssen wir uns erstmal hier ein bisschen beeilen. Eieiei, das ist schon. Na, ich weiß kein nicht, ob das so cool war, das MLF hier drauf zu stellen. Kein Einsatz Rettungsdienst. Wir sind somit wieder frei und rücken ein. Ja? Kein Patient angetroffen. Kein Einsatz für den Rettungsdienst. Ihr seid wieder frei. Verstanden. Ja.
da gibt es die ersten Explosionen. Eieieiei, okay. So, Verteiler. Einmal dahin. Was gibt es schon unterwegs? Eieieiei, das ist ordentlich am Römern hier. Geil. So, was haben wir denn noch hier? Fahrzeug 5 hört. So, ihr beide könnt schon mal hier seit Bereitstellung. Höre. So, dann mal schnell Wasserversorgung aufbauen hier. Was gibt es gemacht? So, auf Junge, und jetzt soweit, wie du kommst? Ja. Auf dem Weg. Tank leer, war klar. Alles klar, ja? So. Eieieiei, jetzt aber ein bisschen hier pronto. Könnt erstmal, ihr seid noch draußen. Höre. Ja, erst nochmal. Wir müssen nur nicht aus der Flasche atmen. Was gibt's? So, was kommt denn noch dazu hier? Aleph 10. Fahrzeug 32 höher. Okay. Dann möchte ich ungern jetzt auf den Hof stellen. Wie sieht denn das da aus? Kann man das dort vertreten? Oh ja, Fahrzeug ich denke 32 doch. Hört. Gehen wir gleich erstmal erste Lagemeldung und dann werden wir hier nochmal einen zweiten Trupp ins Rennen schicken. Vielleicht auch mal zur Erkundung. Was gibt's? Fahrzeug 32 hört. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 32 hört. Hier Feuer und Wegwerk 10. Rückmeldung Einsatzstelle. Feuer 3. Bestätigt das Feuer. Aktuell 2 Rohre im Einsatz. Die Wasserversorgung ist hergestellt. Eino ist jetzt ebenfalls an der Einsatzstelle eingetroffen. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle folgt. Ja? Bin unterwegs. So, ich will mal kurz eine Erkundung in der Halle durchführen, wie es da drinnen aussieht. Führe. Wird ausgeführt. Ja? Ja, ich weiß noch nicht, unterwegs. Wie ich die Kräfte hier 32, einsetze. Auf eine Riegelstellung hier wird er noch zu den Paletten aufbauen. So, Drehleiter ist da. Die möchte ich jetzt. Wollte ich eigentlich von der Rückseite einsetzen. Allerdings haben wir jetzt so ein großes Brandgeschehen hier schon, dass ich die hier nicht reinfahren lassen möchte. Müssen wir halt wirklich gucken, dass wir vielleicht. Ja. Hier aufstellen und so drüber fahren. Auch nicht sehr optimal. Ja, wird ausgeführt. Ah ja,
steht voll die Halle. Schon unterwegs. Gut. Fahrzeug 15 hört. Ja, nützt ja nichts, würde ich sagen. Wir machen was am schlauesten. Könnten sie auch hier vorne hinstellen noch. Dann die andere Drehleiter von... Ja, das machen wir wahrscheinlich okay. Auch mal. Das sind die zweite Drehleiter, die kommt. Lassen wir hier von der Rückseite anfahren. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 15 hört. Okay, okay. Höre. Ja, bin unterwegs. Ja? Was gibt's? So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier einmal einen zweiten Angriff auf. Schlauch erstmal Wasserversorgung herstellen. Fahrzeug 39 hört. Okay. Was gibt's? Kein Problem. So einmal pro forma, schon mal einen Verteiler gesetzt, dann wird das Wasser wahrscheinlich nicht für reichen, wenn wir jetzt die Drehleiter hier mit einspeisen. Was gibt's? Wird gemacht. Was ist mit euch? Warum wird jetzt hier nicht mehr gelöscht? 30 hört. Ja? Ausführung beginnt. Höre, bin unterwegs. Was gibt's? So. Falsche Richtung, so raus, nicht rein. Jetzt zu dem Burschen hier. Können wir auch erstmal Wasserversorgung aufbauen. Bin unterwegs. Höre, schon unterwegs. Höre, bin unterwegs. Schon mal Gas auf den Lok hier. Da steht so unwinzig, Freunde. Aber die Haspel müsste
Was jetzt? Oh, mach kein Auge hier. Ich wollte gerade sagen, dann lass mich lieber die Haspel dran. Mir egal. Höre. Wird gemacht. Ja? Was gibt's? Ja, bin unterwegs. Verstanden. Was gibt's? Fahrzeug 30 hört. So. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt noch weitere Kräfte hier sinnvoll einsetzen können. Fahrzeug 28 hören. Okay. TLF kann erstmal hier vorne hinfahren. Der Ehrweg kommt komplett zur Seite. Hört. Okay. Fahrzeug 31 okay. Hört. Und unser LF kann man noch hier vorne mit aktiv werden. Okay. Wir können erstmal noch eine Wasserversorgung aufbauen. Ja? Und es wäre gut, wenn ihr hinten eine Riegelstellung macht. Das würde ich echt begrüßen und fühlen. Ja, genau. So machen wir es jetzt erstmal. Wir schalten oben auf die Städteregion Aachen. Leitstelle verstanden. So, lauf mal los und such noch mal einen Unterflug hier dran. So, dann können wir schon mal ein Atemschutzgeräteträger. Ihr könnt die Einsatz mit Kettensäge ausrüsten. Rückmeldung vom RTW vor Ort, ihr seid nicht erfordert. Ja, da haben wir so schon. Und uns hier hinten Zugangsmöglichkeiten auf diese Weide verschaffen. Ich dachte nicht, der kann jetzt nicht sägen, weil er einen Atemschutz trägt. Schon unterwegs. Ja, also, naja. Dann müssen wir hier schön der Axt. Dauert zwar alles doppelt so lange, aber ja.
Schon unterwegs. Ja? Ja? Okay. Patient Exitus. Das ist NES beste Ort. Wir sind wieder frei auf Einsatzstelle. Führe. Schon unterwegs. Ja? Leitstelle Kasse 16, verstanden. Ich bin unterwegs. Ja, kein Problem. Schon unterwegs. Führe. Was gibt? Alles klar. Was gibt's? Was gibt's? Bin unterwegs. Schon unterwegs. Was gibt's? So, wenn wir einen Schaumangriff hier noch vorbereiten. Bitte mal mit einer Schaumbohr aus. Kein Problem. Höre. Kein Problem. Ja? Okay. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Was gibt's? Ja. Jetzt hat unser Feuerwehrmann im Korb hat Kreislauf gekriegt, ist zusammengebrochen. Moin. Ja? Warum wird jetzt hier nicht weiter gelöscht, Freunde? Was ist los? Exitus, das NES von Leid vor Ort. Wir sind frei auf Einsatzstelle. Patient Exitus. Ja, das vorher am Einsatzstelle. Leitstelle Kassant. Ja. Führe.
Ja, man kann ihn jetzt gerade gar nicht gerade ablegen. Was ist das für ein Humbug? Und vor allem, wie kriege ich den jetzt aus dem Port raus? Das ist eine gute Frage, oder? Was gibt's? Probieren, die vielleicht hier an der Seite abzulegen. Oh, das fuckt mich jetzt gerade gut ab hier, ey. Ausführung beginnt. Und ich denke, wir haben es langsam im Griff hier einigermaßen. Ja. Bindung für Wege ist umgehend durchgeführt. Ja. Ist in Arbeit. So, Junge, dann einmal zum Rettungsdienst. Schon unterwegs. Was gibt's? Kann hier noch jemand PA? Nein. PA? Ja, schön. Dann darfst du jetzt gleich den Job im Korb übernehmen. Ich glaube geil, was die Drehleiter hier macht. Ja, so noch nicht gesehen, diese Löschtechnik. Höre, alles klar. Weg. Sofort. Ja, verstanden. Und ihr dürft euch wieder neu mit Atemschutz ausrüsten und dann geht der Spaß von vorne los hier. Höre. Geht im Freien, ihr braucht erstmal nicht anschließen hier. Du auch nicht. Ja? Ja? Bin unterwegs. Wir sind einsatzbereit. Zurück in Kreishöhe Brachelen. Ja? 1416, verstanden. Kein Problem. Hä? Ja? Ich hab doch gerade eure Geräte getauscht. Was ist denn das für ein Kack? Hä? Ja? Bin unterwegs. Höre, ist in Arbeit. Alter, ich fall doch vom Glauben ab hier. Gerade hab ich die Geräte getauscht, ihr habt's gesehen, ne? Ja, nee, wollen sie nicht. Mäh. Fahrzeug 31 gehört. Nicht abkömmlich. Was gibt's? Schon unterwegs. Fahrzeug 31 hört. Kannst du PA? Nein. Ja, Leitstelle Kasan. Auf dem Weg. Fahrzeug 34 hört. Höre. Okay. Schon unterwegs. In Ordnung. Du kannst ja.
Was gibt's? Was gibt's? Schon unterwegs. Was gibt's? Okay, hör doch jetzt mal auf zu pfeifen. Was ist los mit dir? Okay. Und jetzt könnten wir nochmal probieren, die Drehleiter in Stellung zu bringen. Okay. Es ist doch gut, Menschenskinder. Wir haben es alle verstanden. Ja? Auf dem Weg. Was gibt? Bin unterwegs. Ja? Bin unterwegs. Ja? Schon unterwegs. Okay. Okay. Ja, alles klar. Verstanden. Okay. Höre. Ja? Höre. Auf dem Weg. Verstanden. Ja? 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 Fahrzeug 29. Ja. Atemschutzgerät, Digga. Einmal ausrüsten. Kein Problem. Ja? Noch schnell eine Wasserversorgung für die Drehleiter aufbauen und dann können wir auch nochmal einen Angriff starten. Was gibt's? Yeah.
ACW 3 leitet mit Kontakt. Das ist ein Check, ACW 3 hört. Ja, tschüss, alles gut. Neuer Einsatz. Einmal ein bisschen Deichkirchen. Kommt nicht gleich über Melder. So, jetzt haben wir es gleich geschafft hier. Jo, das haben wir so geschafft. Nice, nice Einsatz. Knapp 45 Minuten Spielzeit. Ja, also eigentlich kann halt auch schon echt mal Zeit ins Land gehen. Big Bag 11, 11, 10, bei Telegraph 1 kommen. Fahrzeug 36 hört. Big Bag 11, 11, 10 hört. Ich werde mal abklären, ob der RTW an der Einsatzstelle abkömmlich wäre. Wir haben hier einen Unfall im Wegberg. Fahrzeug 35 hört. Höre, schon unterwegs. So, Feuer haben wir soweit im Griff. Was jetzt beginnt hier die Zeit der Nachlöscharbeiten. Ja, ist in Arbeit. Wird gemacht. Wird gemacht. Ja. Dass das nicht funktioniert, die automatische Leiterablage, es ist so nervig. Das ist eine Standardfunktion dieser Drehleiter. Obwohl bei der wahrscheinlich nicht, aufgrund des Alters. Aber... Höre! Ja. Gerade eigentlich, ne? Durch die Feuerwehr aus dem Einsatz entlassen, frei ab Einsatzstelle. Die hat das. Dann hat die das hier aufgrund des Alters einfach noch der nicht. Der Leiter hat Inspekt verstanden. Denke ich mal. So, höre. Bist du ausgerüstet jetzt damit? Bin unterwegs. Ja? Ja. Dann können wir doch mal hier wird erledigt. Nachlöscharbeiten noch betreiben. Ist in Arbeit. Und vor allen Dingen kann endlich mal jemand diese nervige WMA aufstellen hier. Mindestens die Akustik abschalten. Was gibt's? Wird erledigt. Erledigt. Höre, alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Da gibt einiges an Nachwischarbeiten hier. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Was gibt's? Kein Problem. Wird gemacht. Höre. Alles klar. Schon unterwegs. Wird erledigt. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Wird erledigt. Ja? Wird gemacht. So, dann spulen wir die Zeit mal kurz ein bisschen vor, dass das hier jetzt schneller mal vorangeht. Es sind ja nur noch Nachlöscharbeiten. So, wir
beziehungsweise wir können dann von hier aus gerne auch noch mal einen Schaumangriff aufbauen. Ja, alles klar. Kein Problem. Höre. Alles klar. Ja? Kein Problem. Höre. Mitgemacht. Könntest du dich jetzt schon mal mit Schaumrohr ausrüsten? Höre. Dann könnten wir hier von der Rückseite schon mal parallel arbeiten. Ja. Wird gemacht. Höre. Höre. Bin unterwegs. Ausführung beginnt. Ja? Ja, Gott. Höre. Ausführung beginnt. Ausführung beginnt. So, haben wir noch irgendwo gesetzt das Auto? Ja, Fahrzeug 28 hört. Rettung Erkelenz, willkommen. Höre, ja, Rettung Erkelenz, RTW 4 hört. Höre, wird erledigt. Ja, neuer Einsatz für euch, einmal Richtung Einsberg. So, Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. Ja, ich würde sagen, das Video ist jetzt schon wieder ordentlich lang geworden. Wir geben jetzt noch die abschließende Lagemeldung und dann beenden wir dieses Video hier. Und die restlichen Nachlöscharbeiten sind ja eigentlich auch so gut wie abgeschlossen. Ja, ist ja gut. Und genau, dann springen wir zurück zur Wache und fahren hier den nächsten Einsatz. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in einmal in den nächsten Videos. Bis denn, wieder schauen und reingehauen.